willkommen bei ProBro Lifestyle. Heute mit einer neuen ProBro Kitchen Ausgabe. Und zieht euch das mal rein, was das Leckeres ist. Leute, Leute, Leute. Das riecht geil. So einfach. Richtig gute Nährwerte. Bleibt dran. Das ist ein Rezept. Habt ihr in 5 Minuten erledigt. Und perfekt. Ich nenne es ProBro Apple. Ideal für ein Post-Workout oder für ein Frühstück. Ihr seht, ich bin in Gym-Montur, ja? Ich bin ready fürs Gym, denn heute koche ich was ganz, ganz Leckeres und was so Einfaches für direkt nach dem Gym. Und ich werde soweit jetzt alles vorbereiten. Und zwar ist es so, ihr wisst, ich habe mit Fernando abgemacht, dass ich mit ihm eine Transformation mache. Sprich, ich schaue mit ihm Training an und ein ganz großer Teil, ich schaue mit ihm auch die Ernährung an. Und er wollte von mir wissen, hey Bro, hast du irgendwas, was schnell geht, was man schnell machen kann? Nicht immer nur mit Reis oder so für nach dem Training. Dass wenn man vom Training nach Hause kommt, bam, es ready ist. Etwas Gutes mit guten Kohlenhydraten. Und da habe ich die perfekte Lösung, Leute. Ich habe es soweit mal vorbereitet, ja. Zieht euch das mal so rein, es ist wirklich easy und es ist sehr, sehr lecker. Wie immer alles bei ProBro Kitchen. Und zwar braucht ihr nicht viel dazu. Ihr braucht Äpfel, ja, könnt ihr noch ein bisschen jonglieren in der Küche. Dann brauchen wir Magerquark. Wir brauchen die 5 Kornflocken oder aber auch normale Haferflocken, das ist auch überhaupt kein Problem. Dann brauchen wir Weinbeeren. Sagt man in Deutschland Weinbeeren, weiß ich nicht. Dann brauchen wir Honig. Wir brauchen Zimt, eine Zitrone und sehr wichtig, wir brauchen Kokosöl. Jetzt das ist mir ausgegangen von MyProtein, also habe ich das hier am Start, das habe ich von Amerika. Ich empfehle aber hier, dass ihr ein gutes Kokosöl nimmt. Das sage ich immer wieder, hört auf, das Kokosöl bei Aldi, Lidl und überall zu kaufen. Kauft es unten hier im Link bei MyProtein, dort ist die Qualität wirklich gut. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr auch ein gutes Kokosöl am Start habt, ja. So sieht das Ganze aus. Werkzeuge braucht ihr auch nicht viel am Start, ja. Braucht ein Messer, einen Löffel und sowas, um diese Äpfel aus zu löffeln oder holen. So, this is it. Ganz einfach, was macht ihr? First of all müssen wir diese Äpfel aushöhlen, ausholen, ja. Und zwar macht das am besten mit 2 Teilen. Schaut mal. Bam. Und voilà. Und jetzt das ganze Zeug nicht wegwerfen, das brauchen wir nämlich später. Das schmeißen wir schön hier rein. Außer natürlich das Innere des Äpfels schmeiße ich weg. Jetzt sieht der Äpfel so aus. Und jetzt ganz wichtig, Leute, komm mal her. Der Äpfel muss stehen. Das heißt, wenn er so nicht steht, schneidet ihr hier einfach ein bisschen ab. Macht das dann hier rein. Und jetzt müssen wir diesen Äpfel ausholen. Wir machen das am besten mit dem Messer hier. Ein bisschen zuerst da oben schneiden, ganz easy. Und jetzt einfach mit einem Löffel hier ausholen. Mit dem Löffel aushöhlen, sag ich mal. Ganz easy. Und jetzt, was ganz, ganz Wichtiges ist, komm mal her, Leute, wir brauchen jetzt diese Zitrone und da schneidet ihr einfach so einen Schnitz raus und mit dieser Zitrone, ja, geht ihr in die Äpfel rein und tupft diese Zitronen da rein, sodass der Zitronensaft, richtig hier drin ist. Das macht ihr mit allen Äpfeln so. Und warum macht ihr das so? Weil es wichtig, sieht mal diesen Unterschied an. Diese ist noch fresh, seht ihr, es ist grün. Und das ist schon so braun angelaufen. Das ist, weil hier Zitronensaft draufgegangen ist, die Säure, und hier nicht.
Darum werden die Äpfel, wenn ihr sie schneidet und stehen lässt, auch immer so braun. Das ist ein kurzer Tipp. Darum immer mit Zitronensäure beträufeln, damit es auch richtig schön fresh sieht, auch gut aus. Und außerdem riecht es auch gut. Ja, es riecht sehr, sehr gut. Gut, soweit zu dem. Jetzt gehen wir hier hin. Die Äpfel sind ready. Jetzt machen wir den Inhalt. Und zwar schmeißen wir Haferflocken rein. Oder wie gesagt, diese 5-Kornflocken jetzt in meinem Fall. Ich mache die rein, weil die ein bisschen weniger Fett haben als Haferflocken. Die haben 3 Gramm Fett, die 5-Kornflocken. Haferflocken haben ca. 5, 6 Gramm, 7 Gramm Fett. So, das ist es. Jetzt haben wir Honig rein. Und zwar ca. 2 Esslöffel. Dann hauen wir diese Weinbeeren rein. Und ganz wichtig, wir hauen einen Löffel von diesem Kokosöl rein. Kokosfett. Bei mir im Kühlschrank ist tiefgefroren und das ist richtig geil, Leute. Das ist richtig, richtig gut. Also idealerweise nehmt ihr das raus, ein bisschen vorher, dass es ein bisschen flüssig wird. Jetzt wird es halt dann einfach hier drin warm und im Backofen. Aber hier einen richtig großen, schönen Esslöffel von diesem feinen Kokosfett. Falls ihr jetzt Kokosfett nicht am Start hättet, ja, schaut mal, da hängt einfach Olivenöl. Geht auch, aber wie Kokosfett. Das ist ein Pro-Bro Kitchen Style. So, das machen wir hier rein. Dann, Leute, Zimt. Ganz wichtig. Und da könnt ihr ruhig richtig viel Zimt reinhauen. Also wirklich alles, was geht. Haut viel Zimt rein. Rein damit. Von diesem Esslöffel Honig rein, also wirklich rein, der Honig muss rein. Es gibt uns auch sehr gute Zucker direkt nach dem Training, wenn wir die Kohlenhydrate, den Zucker benötigen, boom, um wieder ready zu sein, um wieder Power zu haben, um den Glykogenspeicher zu füllen. Das gibt uns auch dieser Honig. Und jetzt macht ihr diese Masse schön durcheinander. Schau mal. Und dann presst ihr den restlichen Zitronensaft noch hier rein. So. Da solltet ihr so eine leckere, klebrige Masse am Start haben. Oh, das riecht puh, mit dem Honig und Zimt. Ey, ich schwöre, ich sehe schon jetzt durch. Bro, riech mal schnell. Der Bro, der filmt mich hier. Sag mal, wie das riecht. Uff, wirklich gut. Frisch, oder? Zitronig, frisch. Zimtmäßig, dann kokosmäßig. Dann haben wir den Honig drin, den Zimt. Der Zimt macht es auch. Also haut ruhig genug Zimt rein. So, Leute, und das macht ihr jetzt so durcheinander. Ihr könnt auch die Hände nehmen. Eigentlich nehmt ein bisschen die Hände. Ja. Wird einfacher. Zack, alles schön durcheinander. Okay, Leute, jetzt sieht es wie folgt aus. Jetzt haben wir diese Masse, die Äpfel. Komm mal her, Bro. Die schmeißen wir hier auf das Backblech, ja? Und jetzt stopfen wir diese Äpfel schön mit dieser Masse. Sieht so aus. Riecht, Leute, ich sage euch eins, man, diese Kombination zusammen, die riecht geil. Die riecht geil. Für Äpfel ist wichtig, dass ihr die richtig stopft. Ja? Die müsst ihr vollstopfen. So, ich habe es fast noch vergessen. Ja? Wir brauchen noch Nüsse. Und zwar brauchen wir einmal die Cashewnüsse, einmal die Pekannüsse und einmal die Walnüsse. Und wenn das so ready ist, dann legen wir einfach auf jeden Äpfel jeweils eine Nuss für die gesunden Fette noch dazu. Nach dem Training auch wichtig, dass wir auf unsere Anzahl Fette kommen. Darum diese Nüsse. Hätte ich fast vergessen. Dann haben wir das Kokosöl, aber diese Nüsse, die machen uns schon noch mal aus. Das heißt, wir haben bei jedem Äpfel oben drauf hier eine Nuss und hier zack. Okay, so sieht das dann aus. Et voilà.
Und jetzt schmeißen wir noch den Honig drüber. Wie wir alle wissen. Und das is it. Noch nicht ganz, ja. Das legt ihr jetzt in den Kühlschrank oder legt ihr einfach hier ready. Und jetzt machen wir noch den Magerquark ready. Magerquark brauchen wir auch für nach dem Training ein bisschen Eiweiß. Und für das nehmen wir jetzt diese Äpfel, die wir schon gebraucht haben, machen sie in eine separate Schüssel rein. Wir haben jetzt diese Äpfel, die wir ausgehöhlt haben, machen wir einfach hier rein, so wie sie sind. Ihr könnt noch ein bisschen feiner zerhacken, wenn ihr das wollt, das ist nicht nötig. Und dann ein ganzer Magerquark. Ihr könnt auch Natri-Joghurt nehmen, hat einfach dementsprechend weniger Protein. So ein Magerquark hat ungefähr 22, 25 Gramm Protein, jetzt auf 250 Gramm. Das machen wir alles hier rein. Jetzt auch hier nochmal mit Zimt. Nachwürzen. So. Und jetzt nehmen wir die Zitronenschale. Und wichtig ist, dass ihr die mit dem Wasser ein bisschen abwäscht. Und dann, habe ich auch ganz vergessen, brauchen wir noch das Werkzeug, die Raffel. Leute, ich bin auf Wettkampfdiät, ja. Ich fliege am Mittwoch nach Boston an die Weltmeisterschaft. Darum, sorry, wenn ich nicht ganz hier bin. Nee, Spaß. Aber ist so, ist mir echt auf die Substanz gegangen. Diese Zitrone, die raspen jetzt hier wie rein. Ja? Die raspen wie hier rein. Das ist wichtig. Diese ganze Zitronenschale muss hier rein in den Magerquark. Auch für den Geschmack. Das gibt diese Schale von der Zitrone, gibt diesem Magerquark einen wichtigen und essentiellen zitronigen Geschmack. Darum reinpressen und reinschälen und der Rest der Soße auch noch hier rein. Ja? So sieht das aus. Dann macht ihr alles gut durcheinander. Schau mal. Sieht so aus. Zimt, Äpfel, Magerquark, Zitronenschale, Zitronensaft. Et voilà. Und dann geht ihr ins Gym. Kommt zurück und dann sehen wir, was läuft. Der Training zu Ende, ja. Bisschen easy schon erholt. Und die haben sich auch erholt. Ich habe jetzt den Backofen vorgeheizt und zwar ungefähr 5 bis 10 Minuten auf 180 Grad. Die kommen jetzt in den Backofen rein. So wie sie hier sind. Et voilà. Und zwar stellt ihr den Timer 20 Minuten ein. Auf 20 Minuten. That's it. In dieser Zeit könnt ihr euch umziehen, ihr könnt duschen gehen nach dem Training, entspannen. In 20 Minuten ist es soweit ready und dann zeige ich euch, wie es serviert wird. 20 Minuten um. Und es riecht schon sehr, sehr lecker. Kann man so sagen. Und jetzt, Leute, oh, den Backofen muss ich dazu machen. Und jetzt, Leute, jetzt haben wir noch die leckere Soße dazu. Aus guten Proteinen. Und zwar dieser Magerquark. Den haben wir jetzt auch noch am Start. Ich nenne das Meal ProBro Apple Meal. Und zwar kann man das auch für Frühstück benutzen. Sehr lecker. Wir nehmen jetzt diesen Apfel raus. Boah, Achtung, sehr heiß. Servieren ihn. Ein bisschen näher, mein Freund. Und jetzt kommt der Final Countdown. Jetzt machen wir diese leckere Magerquark darüber. Ein bisschen so. Ein bisschen easy dekorieren. Ein bisschen drauf. So. Et voilà. Und nicht ganz fertig, Leute. So. Und zu guter Letzt der Honig noch. Et voilà! Ich präsentiere, Leute, Post-Workout-Meal.
auch ein leckeres Frühstück. Der Probro Apple. Das Probro Apple Meal, Leute. Kocht es nach, ja, kocht es nach. Hashtag Probro Kitchen. Kocht es nach, Leute, und macht die Bilder in das Instagram und das Facebook rein mit dem Hashtag Probro Kitchen. Probiert es aus. Machen wir noch den ultimativen Geschmackstest mit Fernando. Komm her, Bro. So, Leute, jetzt wird gegessen. Fernando muss probieren. Und es ist jetzt natürlich sehr, sehr heiß, aber ich schneide das mal auf, ja? Komm mal her und schau, wie das so aussieht, wenn ich das so ausschneide. Ich finde das auch mal so in zwei. Lecker, 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 lecker. Jetzt kann man das so essen. Ich probiere das gerade mal. Bisschen Honig. Oh shit! Sehr, sehr geil. Bro, der Bro, probieren, komm her. Leute, das schmeckt so geil. Jetzt lasse ich Fernando noch probieren. Fernando muss jetzt probieren, Bro. Und du musst ein ehrliches Feedback geben, ja? Also probieren wir mal. Hier sieht es ein bisschen, jetzt ein bisschen, sieht wie Weihnachten aus, kaputt aus, ja? Ist auch richtig lecker, Leute. Ist richtig lecker. Probieren. Und gib ein ehrliches Feedback, so als Post-Workout kann man es auch nehmen, als Pre-Workout oder als Frühstück. Hm? Feedback? Wirklich. Für alle Leute, ich fange jetzt mit Patrick an. Alle Leute, die was Süßes vermissen, wie Gummibären etc., probiert es aus. Es ist wirklich sehr süß. Mhm. Und das schmeckt mir wirklich gut wie Weihnachten. Sehr lecker. Es ist auch ein guter Dessert. Ha? Also es kann ein gutes Frühstück sein. Am Frühstück gesund, ja, wirklich, man hat alles mit dabei, man hat gute Proteine dabei, sehr gute Fette, man hat gute Kohlenhydrate dabei, es ist gesund. Also der ideale Start für den Tag, ideales Post-Workout, ideales Pre-Workout und auch ein idealer Dessert für den Abend. Ist lecker, ha? Äpfel schön warm. Riechst du auch den Zitrone raus? Das hat wirklich sehr süßen Geschmack. Also für die Leute, die wirklich nur Reis im Moment am Essen sind und etwas Süßes vermissen, probiert es aus. Also mir schmeckt es wirklich super. Sehr, sehr cool, Leute. Ich sage besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und weitere Probro Kitchen Serien werden folgen. Ja? Ihr wünscht es so, gebt mir einen Daumen nach oben und kocht es nach. Postet die Bilder bei Instagram, Leute. Postet die Bilder bei Instagram, so dass die ganze Community, die ganze Probro Army immer wieder inspiriert ist von gesundem Essen, Leute. Weil vergesst nie, der Essen ist Energie. Und wir müssen die richtige Energie zu uns nehmen und Fitness. Ja, Fitness begins in the kitchen. Darum sage ich einfach Probro Kitchen, where Fitness begins. Besten Dank, Leute, und bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.